Willkommen zurück zu Project Zero 4 und es ist gerade dunkel hier drin. So. Im letzten Part sind wir oben rumgelaufen und haben, glaube ich, einen Schlüssel gefunden, der hier unten passt, richtig? Ja, sehr gut. Ich sitze hier übrigens gerade auf so einer Trittleiter, weil ich zu faul bin, meinen Schreibtischstuhl durch die Gegend zu schieben. Oh Gott, flackernde Lampen. Hebt es auf! Ach ja, warum immer nur Kristalle? War hier noch was? Ja, aber hier durch. Uah. Wollte ich gar nicht. Ich wollte unten diesen Gegenstand aufheben. Dann ruckelst du einfach an dem Schrank. Ist noch irgendwo was? Irgendwas ist in diesem Schrank. Magazin Mysteriöses Verschwinden. Sieht aus wie ein Zeitungsartikel. So. Dunkelheit legt sich über den Fall des mysteriösen Verschwindens. Es ist ein halbes Jahr her, seit die Inselbewohner von Rogetsu Island einfach verschwunden sind. Der Fall wurde geschlossen und gerät in Vergessenheit. Aber wenn wir selbst rausgehen und, aber als wir selbst rausgingen und Untersuchungen anstellten, kam eine dunkle Geschichte zum Vorschein, die der Schlüssel zur Lösung dieses Mysteriums sein könnte. Mysteriöse Krankheit, Luna-Sedata-Syndrom. Zuerst legten wir unsere Aufmerksamkeit auf die seltsame Krankheit, die Luna-Sedata genannt wird und die nur auf dieser Insel existiert. Wir haben mit einem medizinischen Experten gesprochen und dabei gelernt, dass es eine Art Amnesie ist. Deren Symptome Schlafwandeln und Tanzen wie besessen beinhaltet. Die Rückkehr des Desasters, das heißt nochmal etched, keine Ahnung, in die Geschichte der Insel. Laut des Folkloristen, der sich mit der Geschichte der Insel auskennt, wurde dieses Syndrom schon seit der Antike auf der Insel gefürchtet. Des Weiteren ist es fast schon Tradition, dass eine große Nummer von, also ist es eine, hat es eine lange Tradition, dass eine große Nummer von, große Zahl von Inselbewohnern verschwindet, Herrgott. Number. Warum sage ich immer Nummer? In dem Fall ist es gar keine Nummer. Ein Gruppenfall von Luna Sedata. Was wäre, wenn das Syndrom, warum auch immer, eine große Gruppe befällt? Die Insel ist komplett von Wasser umgeben. Deswegen ist es nicht schwer, was passieren würde, wenn eine Person, die ihrer Sinne beraubt ist, dort herumwandert. Touristen vom Fluch betroffen. Ein bizarres Festival. Huch, nein! Verdammt, jetzt bin ich außerdem an den Knopf gekommen. Okay, falsche Taste. Tut mir leid. Wir gehen da nochmal eben rein. Hä?
Sind da Buck? Da. Nein. Das war's. Also, ein bizarres Festival, das Rogetsu Kagura, findet auf der Insel statt, um die Geister des Todes zu besänftigen. Zur Zeit des Vorfalls, wurde bekannt, dass man sich bemüht hatte, Touristen dazu zu bekommen, beim Kagura mitzumachen oder so. Tod der letzten Zeugin. Der letzte bekannte Überlebende, ein junges Mädchen, tat vor ein paar Tagen ihren letzten Atemzug im Krankenhaus. Was hat das Mädchen, das immer wieder Mutter murmelte, auf ihrem Sterbebett gesehen? Nur Rogetsu Island kennt die Antwort. Jetzt wird die Antwort für immer ein Geheimnis bleiben. Okay. Was haben wir? Oh, jetzt klingelt auch noch das Telefon. Wer ist das denn? Jetzt bestimmt meine Mutter. Nein, es ist irgendeine Service-Hotline, die mich nicht interessiert. 01805, bla. So, ich würde sagen, wir lesen mal wieder ein bisschen. Was gibt's denn hier so Neues? Leute. Shoji Katagiri. Shoji Katagiri, 29 Jahre alt. Beruf Doktor. Beruf Doktor. Kam von Honshu herüber. Arbeitet an Luna Sedata inklusive Operationen. Okay, das war jetzt nicht viel. Der Fall der Inselbewohner. 2 Jahre nach dem Rogetsu Kagura-Tanz. Viele Inselbewohner starben in einer verdächtigen Epidemie. Die verbliebenen Inselbewohner sind verschwunden. Okay, na gut, da gab es nicht viel zu lesen. Ghostlist? Können wir jetzt schon darauf zugreifen? Aha, gut zu wissen. Ja, das ist jetzt meine Sprachbox. Okay. Mehr gibt es hier irgendwie nicht. Hier ist noch eine Tür, da gehen wir aber noch nicht durch. Ich will erstmal gucken, was hier liegt. Na? Nimm das mit! Oh! Ist da jemand? Da im Fenster? Nee, sieht nur so aus. Okay. Moment. Da kann man was untersuchen. Oder nicht? Wie der geht, wie so eine Puppe. Könnte man doch gerade was untersuchen. Da ist es doch gerade. Wasser hat sich im Becken gesammelt. Irgendwas Rotes ist ins Wasser getropft und hat dort eine Art Film gebildet. Schwimmt Blut eigentlich oben, wenn man es mit Wasser mischt? Ich habe ja jetzt schon so ein bisschen Angst, ne? Das ist euch klar, oder? Ja, wer immer das war, ich habe ihn verpasst. Oder sie. Ich habe generell kein Problem mit Leichenhallen.
Aber in Project Zero ist das A neu und B scary. Totemo kawaii. Das Becken ist bedeckt mit schwarzem Schmutz. Es sieht aus, als würde kein Wasser herauskommen. Ja, brauchen jetzt auch kein Wasser. Also hier liegt irgendwo ein Gegenstand. Wo? Irgendwas müssen wir. Gott, warum tust du das? Oh Gott. Die killt mich! Ey, ich komme hier. Die Taschenlampensteuerung ist doch scheiße. Okay, das geht. Bildertagebuch 2. Irgendwas wurde hinterlassen, wo der Geist gewesen ist. Ich habe Nein gesagt. Aber er hört nicht zu. Es tut weh, es tut weh, es tut weh. Der Doktor wird mich morgen wieder operieren. Ich will diese Operation nicht. Dumme Operation. Noch mehr Operationen. Noch mehr Operationen morgen. Ich hasse diese Operation. Es tut weh, dumme Operation. Tut weh, es tut weh. Die Operation tut weh. Es tut weh! Und es nervt! Mein Telefon. Es tut weh. So viel Spaß. Es tut weh, der Spaß, er tut weh. Die Operation macht Spaß, sie tut weh. Die Operation, Spaß. Spaß, tut weh. Ich hasse Spaß. Schmerz. Hey, Freak. Was jetzt? Ich muss doch jetzt nicht etwa unter alle Leichentücher gucken, oder? Nee, da war doch was da. Wie komme ich denn da hin? Ah, ich muss so herumgehen. Totenschein. Asagi Hizuki. Hier ist ein Totenschein auf dem Operationstisch. Name des Patienten: Asagi Hizuki. Alter: 6. Bestätigte Todeszeit: 0 Uhr 23. Todesumstände: Die Symptome traten verstärkt auf während einer zweiten Operation im Zuge der Luna Sedata Syndrom Behandlung.
Um Mitternacht erreichte sie plötzlich einen Status der Verwirrung. Der Doktor leistete sofort erste Hilfe, aber sie war nicht effektiv. Die Patientin starb kurz darauf. Todesursache unbekannt. Vermutlich durch eine rapide Verschlechterung der Gesundheit durch die vorhandene Krankheit oder so. Ach. Medizinerenglisch. Ja, ich kann hier nicht speichern, also gehen wir dem einfach mal hinterher. Ich habe aber auch nicht mehr so viel Festplattenplatz. Also es wäre voll nett, wenn wir jetzt hier gleich irgendwo speichern könnten. Okay, hier kommen wir nicht durch. Da ist irgendwo ein Gegenstand auf der anderen Seite. Ich kann da nichts sehen, aber Assistent vorm Schreibtisch. Immerhin habe ich dafür 1000 Punkte gekriegt. Halt, ich kann hier auch irgendwas untersuchen. Da ist ein anatomisches Modell eines Kopfes auf dem Chemikalienschrank deponiert. Es wurde wahrscheinlich während Übungsoperationen benutzt. Medizinische Instrumente wie zum Beispiel Scheren und Spritzen liegen hier herum. Okay. Da hinten war noch ein Gegenstand. Der hängt hier aber auch immer fest. Nicht der Gegenstand, sondern... Oh Gott, der Typ hier. Notiz des Assistenten 2. Ey, warum muss ich immer so viel lesen in diesen Spielen? Im Haibara Hospital habe ich tatsächlich die Chance, Patienten mit Luna Sedata zu beobachten. Das ist das erste Mal, dass ich Patienten mit dieser Krankheit Auge in Auge gegenüberstehe. Da ist irgendetwas sehr Beunruhigendes an dieser Krankheit, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Mit Luna Sedata wird die Erinnerung und das Selbstbewusstsein eines Patienten in einer auf eine solche Art beeinflusst, dass ihre komplette Persönlichkeit zusammenbricht. Verstärkend kommt hinzu, dass sämtliche Erinnerungen der Patienten verblassen. Sie sind nicht mehr in der Lage, irgendetwas zu tun und sterben. Bevor sie dieses Stadium der Krankheit erreichen, suchen die meisten Patienten eine andere, angenehmere Form des Todes. Der Patient ist quasi gebrochen, wie als wäre er betrunken. Man kann sehen, wie sein Körper bebt. Selbst Dr. Haibara, der denkt, dass die Luna Sedata eine einzigartige Krankheit ist, kann keine genaue, erfolgreiche Behandlung finden. Die Behandlungen des Doktors fokussieren auf Operationen. Und Hausmittel, ja, also ich meine ich denke Folk Remedies heißt so viel wie, typische Volksmedizin, so Kräuter und so ein Kram, denke ich. Und er versucht die Krankheit mit mehreren verschiedenen Behandlungsarten zu kurieren. Für morgen habe ich geplant, die Krankheit genauer, detailreicher zu untersuchen, bla. Small Iron Key, kleiner eiserner Schlüssel. Okay, wofür ist der? Aha,
Das ist aber nett, dass du mir das sagst. Dann können wir nämlich gleich zurückgehen und speichern. Aber erstmal nehmen wir hier noch den anderen Gegenstand mit. Nochmal rote Kristalle. Cool. Gibt es hier sonst noch was? Ja, hier liegen Chemikalien und so ein Kram. Oh, war hier nicht noch gerade irgendwas Blaues? Habe ich mir das eingebildet? Nee, da ist noch irgendwo was. Ja, da. Take it! Was immer es ist. Über den Nogetsu Kagura Dance. Eine Art Flyer. Alle 10 Jahre findet auf Rogetsu Island im Oktober ein Ritual statt. Namens Rogetsu Kagura Dance. Ja, British Dance. Sein genauer Ursprung ist unbekannt, aber das Festival wurde von Generation zu Generation auf Rogetsu Island weitergegeben. Und es drückt die Interaktion mit dem Tod aus. Eine Tradition mit der Intention, das Vergessen zu verhindern. Die maskierte Uzua, die der zentrale Tänzer ist, und die 5 Schreinjungfrauen, die man Kanade nennt, sie spielen die Instrumente, spielen die ganze Nacht während des fantastischen Kagura-Tanzes Musik. Jedes Mitglied des Publikums, das den Kagura-Dance beobachtet, trägt eine Maske und hält eine Kerze in der Hand. Für lange Zeit war das Festival zu einer Art Geheimnis verkommen, aber seit 30 Jahren ist es nun auch für Besucher und Touristen geöffnet. Das Festival, das einmal pro Jahrzehnt stattfindet, ist sehr wichtig für die Inselbewohner. Und das heißt, dass jeder Inselbewohner, der die Insel verlassen hat, jedes Mal für den Kagura-Tag zurückkommt. Ich hoffe sehr, wir kriegen im Laufe des Spiels auch das Lied zu hören, denn es ist so großartig. Das ist das beste Project Zero-Lied. Aus allen Teilen zusammen. Es ist wirklich, wirklich gut. Also schon lange Zeit, bevor das Spiel raus war, also als der erste Trailer kam, das ist nämlich das Lied, fand ich da schon so großartig. Ihr macht komische Geräusche. Ich will hier weg. Oh nein. Oh! Oh Gott! Dahin. Hat er auf mich gezielt? Hat er eine eigene Taschenlampe? Habt ihr das gesehen? Boah, habe ich mich erschrocken.
Material zur Gerichtsverhandlung des Entführungsfalls, verdammt. Ich bin ein Mitarbeiter vom Haibara Hospital. Dies ist meine Aussage zum Kidnapping-Vorfall, der vor ein paar Tagen passiert ist. Draußen vom Brunnen vor dem Krankenhaus habe ich das Echo einer Kinderstimme gehört. Zuerst dachte ich, ich habe mir das nur eingebildet. Aber dann habe ich die Stimme immer deutlicher gehört. Eine weinerliche Stimme und eine andere, irgendwie hallende, murmelnde Stimme. Es waren diese Kinder, die entführt worden sind. Ich halte es nicht mehr aus. Beeilen Sie sich, bevor es zu spät ist. Selbst in dem Moment, wo ich das hier schreibe, werden diese Kinder zerstört. Bitte untersuchen Sie das Krankenhaus so schnell wie möglich. Danke. Gott, der hat hier diese ganzen Versuche an den Kindern durchgeführt und ja. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an Robert aus Black Mirror, der in seiner Nervenheilanstalt da auch irgendwelche gruseligen Experimente durchgeführt hat und dann die Leichen über Dr. Herman hat verschwinden lassen. Herzlichen Glückwunsch. Der schockigste Moment bisher im Spiel. Uah. Eine ist schon tot. Nee, sind beide tot. Oh, ich bin immer noch ganz zitterig hier. Doktor, er hat den Fahrstuhl benutzt. Ja, ich hoffe, es gibt wirklich... Und seht ihr da unten? Der Mond? Was heißt das? Oh Gott, das Telefon schon wieder. Ich gehe mal eben nochmal dran. Lauf erstmal ein Stück. Lauf!
Ey, so viele Gegner! Energie die haben. Und der Mond da unten nimmt voll ab. Ist das schlecht? Irgendwie nimmt der jetzt wieder zu, ganz komisch. Ich würde aber mal eben sagen, wir leveln mal eben ein bisschen auf. Wir haben jetzt relativ viele Steine. Ich würde sagen, das leveln wir auf. Und das. Die müssen wir nicht aufleveln, die macht ja nichts. So. Uff, das reicht jetzt aber auch. So, ihr Lieben, ich speichere jetzt und beim nächsten Mal gucken wir mal, was uns hier noch erwartet und ob wir es irgendwie in den Keller schaffen. Also, bis dahin. Huch.